Mal hier hoch. Das ist langsam etwas blöde. Hier ganz viel Kohle. Der Blaue läuft hier die ganze Zeit rum. Wie sieht's denn aus? Hat die Werkzeugschmiede jetzt schon jemanden? Zwei Hämmer werden produziert. Bauen wir hier auch mal eine Waffenschmiede. Kann ja nicht so sehr schaden. So, die Werft ist fast fertig. Warum macht hier keiner was? Weil wir keine Kohle haben oder was? Warum hat die Erfolgsquote 50%? Wir brauchen also tatsächlich doch hier auch eine Nahrung oder wie? So, Getreidefarm. Bauen wir sie hier. Nein! Nein! Wir brauchen Kohle. Kohle, Kohle. Zack, mitten rein. Yippie. Yippie. Oh, kommen die daher? Interessant zu wissen, dann muss der Turm hier stehen bleiben. Toll, wie soll ich jetzt hier weitermachen? Im Grunde brauche ich unbedingt einen Hammer. Aber ich weiß nicht, wie. Weißt du was? Die Waffenschmiede wird hier erstmal abgerissen. Und du, mein Junge, du gehst jetzt hier hoffentlich einen Hammer schmieden. Hoffentlich. Sonst kriege ich hier noch einen Anfall. Das hätte ich vielleicht viel früher machen sollen, aber wo läuft der hin? Der läuft hoffentlich zur Werkzeugschmiede, oder? Es sind wenigstens ein paar Waffen sind erstellt worden. Bitte, bitte lass ihn zum Waffenschmied, zum Werkzeugschmied. Oh, ja! Warum bin ich nicht vorher auf den Gedanken gekommen? Warum? Was fehlt denen? Nichts. Die müssen einfach nur bauen. Wir brauchen eine Goldmine. Dann können wir das Gold hier fördern. Ach genau, wie sieht es denn mit der Mana-Produktion aus? Da brauche ich wahrscheinlich irgendwas hier. Ach Quatsch, Nahrung wahrscheinlich, oder? Eselzucht. Wofür brauche ich eine Eselzucht? Weingut. Weingut. Nee. Also ich weiß, man muss irgendwie weinen und bei den Asiaten war es wohl irgendwie, keine Ahnung, Reisschnaps oder so. Und bei den Ägyptern Bier, kann das sein? Irgendwie so. Was war das jetzt? F10 für Vorrücken, oder? Oder war es F9? Oder F8? Nein. F6. Irgendeine F-Taste war das mit Vorwärtskommen. Keine Ahnung. Irgendwie bewegte sich der Siedler jetzt nicht so sehr. Okay, die Waffenschmiede wird erstellt. Wir brauchen aber einen Hammer. Aber da wir hier unten ja bald Hämmer haben. Handelsschiff, Fähre. Was macht der da? Ach Moment, das ist ja ein Forsthaus. Warum stellt er nichts her? Es ist zum Heulen. Hier wird es wahrscheinlich. Warum wird hier kein Ding produziert? Warum wird hier kein Eisen? Warum hat das Ding eine Erfolgsquote von 0? Obwohl es mitten im Eisengebiet steht.
Ja, ich weiß, dass Hämmer fehlen, aber wenn keiner Hämmer macht. Schweine. Ach, ich brauche noch eine Schlachterei, ne? Ja, Kohlenmine. Toll. Kohlenmine, Kohlenmine. Nein. Schlachterei, genau. Ich brauche eine Schlachterei. Die brauche ich aber sowieso erst jetzt. Deswegen. So, bauen wir die hier hin. Du, Herr Geologe, kannst mal hier suchen gehen. Und hier ist ja sowieso alles von denen gebaut. Da ist der Gegner. Der baut den jetzt fertig. Wie sieht's hier aus? Fehlen Hämmer. Tome. Ich schwör's, ich hasse Hämmer. Die Kohlenmine hat eine Erfolgschance von 90%. Warum fördert keiner... Ich brauche ein Haus, oder? Ich baue einfach mal ein neues Haus. Wo geht das denn recht zügig? Hier. So, wenigstens haben wir auch genug Holz. Oh nein! Ein paar Bauarbeiter wieder mehr. Was ist jetzt? Ja, ich weiß, es fehlt Hammer. Ein Hammer nach dem nächsten. Jetzt haben wir hier auch eine Werft, die wir wahrscheinlich gar nicht brauchen, weil wir jetzt eh von unten produzieren. Die Eisenschmelze hat natürlich jetzt schon mal Eisen. Das ist gut. Da ist dann der Gegner. Und hier auch. Und ich kann gegen keinen davon was ausrichten, weil meine Soldaten sind hier. Meine Waffen auch. Und es werden keine Hämmer produziert. Ja, ich weiß. Ziehen wir den hier auch noch ab, um den voll zu machen. Obwohl, den Turm braucht keiner mehr, ne? Dann gehen wir mit dem hier runter, während der andere hochgeht. So eine Art Wachablösung, würde ich sagen. So, was ist mit den Schweinen? Zwei fette Schweine. Wenn die Schlachterei fertig ist, was recht gut aussieht, weil die jetzt bebaut wird. Hier ist fertig planiert in 3, 2, 1. Und es fehlen noch 8 Steine, dann ist das Ding auch fertig. Hier, der Steinbereich ist... Oh, oh. Wo haben wir denn noch Steine? Hier unten. Dann bauen wir doch mal langsam hier runter einen Turm. Den hier können wir eh abreißen. Dann gehen wir hier hin. Den hier können wir abreißen. Mit dem gehen wir hier hoch. Wo haben wir denn sonst Steinfelder? Naja, nichts wirklich hier. Hier haben wir halt ein riesenschönes Steinfeld, aber... Der produziert ja gerade nicht mehr, weil voll. Hier sind 4 Eisenbarren. Ach, jetzt wird natürlich in die Waffenschmiede gebracht. Nein, oder? Das darf nicht wahr sein. Der produziert jetzt... Ich habe doch Werkzeug... Aber ich habe die vorher gebaut. Warum hat der jetzt... Warum haben die da einen Hammer, aber da, wo ich vorher die Werkzeugschmiede gebaut habe, nicht? Obwohl ich da angeordnet habe. Dann bauen wir hier zumindest schon mal noch ein mittleres Wohnhaus. Hier war's. Mittelgroßes Wohnhaus. Dann ist das die nächste Chose hier. Der produziert langsam Getreide. Das ist, vielleicht sollte man das Anbaugebiet etwas versetzen. Das wäre ganz praktisch. Dann können wir Nahrung. Wasser brauchen wir, genau. Wasserwerk.
bauen wir das Wasserwerk hier. Und dann können wir nämlich die Bäckerei später auch noch bauen. Jetzt wird erstmal der Stein gebraucht. Das ist eine gute Sache. Ist zu 64% planiert und es ist schon fast alles an Holz da, was wir brauchen. Wie sieht es denn hier aus? Die Holzfällerhütten sind voll. Oh na toll, hier fehlt genau ein kleiner Ding drin. Die Soldaten können erstmal hier hin. Ach je. Ach je. So, das Wohnhaus ist fertig. Dann können wir ja direkt noch eine Kaserne bauen. Hier drunter. Bauen wir eine Kaserne. Mit der Nahrungsproduktion läuft das vielleicht. Was hat der Schlachter? Der hat noch nichts. Warum hat der Schlachter nichts? Ich weiß, es fehlen Hammer. Warum? Ha! Ah, Eisenerz. Ja, ich brauche Kohle. Nee, ich habe hier Kohle. Hä? Ach so, weil ich alle Eisenbarren zur... Ich habe natürlich keine fertigen Eisenbarren mehr. Das heißt, jetzt kommen endlich gleich die Hämmer. Warum hat das mit der Zeitvorspulen nicht geklappt? Wie sieht das mit dem Schlachter aus? Kein Fleisch. Bäcker, habe ich den schon fertig? Der hat null Brote. Mehl? Oh nein, habe ich eine... Ich brauche eine Mühle. Ah! Verdammter Mist. Natürlich brauche ich eine Mühle. Höchste Priorität zum Bau. So, wie sieht's aus? Jetzt sind hier zwei Eisenbarren. Wir haben doch hier einen Schmied, dachte ich. Wie sieht's damit aus? Zwei Hämmer und so? Bist du der Schmied? Das ist sehr gut. Ah, hier ist Fleisch. Ja! Ja! Ja, es geht voran. Warum hat das mit dem Zeitvorstellen nicht geklappt? Immer noch die Frage. Welche Taste habe ich falsch gemacht? Wir haben hier ziemlich viel Schweine. Wir haben hier... Da ich ja so intelligent war, keine Mühle zu bauen. Wir brauchen Bogenschützen, eindeutig. Wie sieht's denn mit dem Wasser aus? Okay, hier haben wir auf alle Fälle genug Siedler. Wir bauen schon mal eine Kaserne. Einfach um sie auch zu haben. Dann können wir nämlich ein paar Planierraupen sozusagen drauf loslassen. Oh, meine Goldmine ist ziemlich ergiebig. Wir brauchen eine Goldschmelze. Die gab's, die habe ich schon gesehen, genau. So, dann bauen wir doch die Goldschmelze direkt neben die andere Schmelze. Haben wir noch einen Spitzhacken da oder nicht? Ich sehe das natürlich da, dank der Siedler hier, sehr gut. Wir bauen jetzt einfach noch eine weitere Goldmine. Na. So, lala. Okay, der hier kann weg. Dann können wir hier eventuell einen Turm bauen. Nein, können wir nicht. Verdammt, dann kommst du auf alle Fälle erstmal runter. Ein weiterer Soldat hier unten ist vielleicht keine gute... Keine gute Idee. Keine schlechte Idee, wollte ich sagen. Ach, ja, wo ich jetzt so drüber nachdenke. Wenn ich schon Wasser habe und das Getreide an... Gut, ich dachte jetzt... dann bauen wir doch hier direkt eine Mühle noch. Bevor ich es wieder vergesse. So, ja, will hier keiner einen Hammer machen?
Oh nein, wird das jetzt alles zu Eisen? Oh nein, weil ich die Warenverteilung. Nee, ich hab zur Wehr. Hä? Ach, Kohle. Ja, bringt das bitte auch zur Werkzeugschmiede. Ich krieg hier noch die Krätze, weil ich so super intelligent bin. Ja, ich bin ein Siedler-Noob. So, die Kaserne steht, aber ich dachte, der hat hier Waffen produziert. Oder sind das... Sind hier schon irgendwie mehr Soldaten? 13 Soldaten. Eisenerz. Wie sieht's aus? Kommt hier mal Kohle an? Hier liegt noch Eisenerz. Erfolgsquote 90, 70. Wie sieht's denn aus? Hat die Mühle jetzt schon Getreide? Das heißt, die haben Mehl. Oh, dann gibt's jetzt gleich Brot. Das ist gut. Die Schweine, das läuft. Das mit dem Stein wird langsam knapp. Oh, da haben wir doch ein paar Soldaten, die ich nicht gesehen habe. Ach, die haben sich das alle gerade geholt. Tja, sobald wir dann Hammer haben... Was ist jetzt los? Ja, so... Danke. No, so. Zwei neue Soldaten. Ein Bogenschütze, sehr gut. Ein Bogenschütze. Wie sieht's aus mit der Goldmine? Da fehlt Holz. Was ist mit meiner Holzproduktion? Die ist wohl zu klein und zu mickrig. Wie sieht's denn hier aus? Das braucht irrsinnig lange. Darum bauen wir hier noch eine zweite. Keine Schweinefarm. Eine Getreidefarm. Bauen wir hier eine Wasserwerk, haben wir unten, das reicht. Was ist jetzt? Guter Standort für Kohlemine. Ja, ich muss jetzt erstmal aktuelle Probleme in den Griff bekommen. Wie sieht es denn hier aus? Keine Kohle. Kohle, da ist Kohle. Da sind zwei Eimer Kohle. Zwei ganze Eimer. Wieso geht das nicht mit dem Vorlauf? Das wäre ganz praktisch, wenn ich das rausfinden würde. Weil dann haben wir hier nicht die ganze Zeit hier so abwarten und hoffen, dass endlich was gemacht wird. Die Getreidefarm da oben ist sicher auch ganz toll. Ich mache hier noch ein Wasserding, dann ein Wasserwerk, dann haben die hier noch Wasser. Dann wird das hier nämlich gemacht. Dann steht jetzt die Mühle... Nein, tut sie nicht. Es fehlt Holz. Natürlich, weil ich keine Holzproduktion habe. Es wäre ganz gut, wenn ich in der Hauptinsel endlich mal drauf käme. Ja! Es werden Hämmer produziert. Hämmer produziert. Haha! Das ist jetzt nicht wirklich wahr, oder? Ist das jetzt ein Bauarbeiter? Oder ist das der Werftarbeiter? Ich hoffe für ihn, dass es ein Werftmitarbeiter ist. Fähre bauen. Vier Holz, ein Eisen. Das sollte klappen. Hoffe ich mal. Ja, tut es. Ja, tut es. Wir haben gleich eine Fähre. Dann können wir Soldaten transportieren. Dann ist dieses Elend ein Ende. Da muss ich nächstes Mal etwas genauer drauf achten. So, dann produzieren wir schon mal zwei Hämmer im Vorfeld. Dann können wir nämlich noch zusätzlich hier wieder eine Waffenschmiede eröffnen. Eieiei. Nee, hier, Waffenschmiede. Ah. Bauen wir die hier hin. Dann, da, endlich. Hops, die Dudel. Es ist genug da für alle. Dann brauchen wir
Ja. Die Fähre zum Rübertransportieren. Wie sieht soldatentechnisch aus? Haben wir jetzt da mehr oder nicht? Hm. Och, ich dachte gerade, was läuft da? Die transportieren den ganzen Zeug. Was ist das? Goldmine. Okay. Was ist mit unserer Kohlmine? Die braucht natürlich Nahrung. Okay, hier sind keine drei Holz mehr, weil das Sägewerk so lange braucht. Na, zumindest ist hier etwas Getreide schon mal angelagert. Das ist äußerst praktisch. Aber es wäre, glaube ich, seit 60 Minuten. Oh Mann, das wird etwas länger dauern, ha? Wie sieht's aus? Die Fähre. Oh, bald fertig. Dann können wir die Soldaten rüber transportieren. Und dann bin ich ganz dezent mal dafür, dass wir den Gegner angreifen. Wie sieht es eigentlich mit der Goldschmelze aus? Ist die fertig? Achso, wie wäre es, wenn wir... Was ist mit der Kohle los? Warum produzieren wir keine Kohle? Natürlich, weil wir kein Brot haben. Ich bin natürlich ein Intelligenzbolzen sondergleichen. Die Mühle sollte mal fertig werden. Habe ich jetzt hier oben die Priorität hochgesetzt? Nein. Das ist schon mal gut. Weil dann kann nämlich das nächste Holz erstmal definitiv dazu geführt werden. Und dann fange ich hier schon mal eine Bäckerei an. Hier.